One Man to Balls hier und herzlich willkommen zum Part 2 von Let's Play Counter-Strike Condition Zero gelöschte Szenen. Wir haben im ersten Level die, ich glaube Taliban waren es, oder keine Ahnung, nee, eine Terroristengruppe in Nordafrika zusammengebasht, geteabagged und Zuhälterschellen verteilt, so wie es sein muss, als Navy Seal. Nun ist es die zweite Mission. Wir gehören zur GSG 9, die Grenzschutzgruppe 9, eine bekannte Antiterroreinheit des Zolls und des Polizeis aus Deutschland. Nein, das SEK ist nur intern für Deutschland zuständig und gehört nur der Polizei. Und nein, die GSG 9 ist auch nicht das KSK, das ist die Spezialeinheit der Bundeswehr. Also für Geiselrettung außerhalb Deutschlands ist die GSG 9 zuständig. Moment, kurz hier Rädchen ziehen. Unser Kollege Feldwebel, oder was das auch immer da ist, bei der GSG 9 hat uns klar gemacht, wir sind schlecht bewaffnet und wir müssen reinschleichen, sonst killen die unsere deutschen Geiseln. Die haben die Geiseln, weil, keine Ahnung, die haben die Bundeskanzlerin angerufen und haben gesagt, die wollen halt ganz viel Geld von Deutschland. Also dann kriegen sie die Geiseln zurück und wir zocken hier natürlich gleich mal weiter. Ich habe auch rausgefunden, wie man Game saved, und zwar mit F6. Und wenn ich jetzt F7 drücken würde, guck mal, eine UMP, sie ist voll scheiße. Eine 5-7, die ist ganz nett. Messer, ein Traum, HI-Granate. Equipment, das ist ein Handy, ein altes, und das ist Glasfaser. Dum, dum, dum. Machen wir hier einen auf James Bond. Da vorne sehen wir schon die Sounds. Irgendwelche lustigen Vögel, die gerade vögeln. Mal kurz schauen, wie es aussieht. Müssen wir hier rein? Equipment. Okay. Wenn wir so schleichen. Die können uns natürlich nicht durch den Zaun sehen, weil die total bekloppt sind. Ah, hier können wir rein. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Ah, hier ist ein Schloss. Er quatscht irgendwas. Das kann jetzt relativ latte sein, was er quatscht. Hauptsache, wir halten den Kopf unten und schleichen hier durch. Wir sehen uns natürlich nicht. Wir haben einen Sneak-Anzug von Metal Gear. Wie heißen die Dinger? Diese Anzüge, die dich absolut unsichtbar machen. Wie waren das nochmal? Stealth-Anzug war das. Die waren geil. Wenn man es durchgespielt hat oder gecheatet hat, wenn man einen extrem kleinen Penis hatte und keine Eier, dann hat man einfach gecheatet und dann hatte man einen Anzug, wo man unsichtbar war. Oder halt, wenn man es einmal durchgespielt hat, hat man ihn auch bekommen. Aber dann hatte man natürlich dicke Eier und einen dicken Penis. So, weiter in-game hier. Guck mal da oben. Könnten wir unser Glasfaser-Equipment einsetzen? Da haben wir eine Frau, einen Mann und noch einen Mann. Hat sie denn dicke Titten? Naja, geht. Da vorne haben wir nochmal so ein Loch. Piep, piep, piep. Schwer bewaffnet einer, der andere ist ein Low. Und beide Lows, ehrlich gesagt, aber hier tschüss, hochexplosive Tonnen. Ist ja normal in so Ballerspielen, dass die immer TNT oder so neben Terroristen stehen haben. Und du die wegballerst, oder gegen Gegner allgemein. So, da kommen wir her. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Pwnen die alle weg. Wenn ich einfach hochrennen würde und alles wegballern würde, dann würde das ja keinen Sinn machen. Ich bin gerade am überlegen. Ich habe hier so ein Handy. Bestätigt. Position der Geiseln geprüft. Stromangriff wird eingeleitet. Feinde gestorben. Ah, okay. Die holen unsere Brüder. Unsere Brüder! Die UMP ist voll scheiße in Counter-Strike, das sage ich gleich. Oh,
kommen die auf einmal her? What the fuck? Die spawnen hier hinter. Ach nee, hier ist aufgerissen worden. Scheiße! Hier ist alles vermint. Haltet eure Augen offen und achtet auf Stolperdrähte. Oh, da gehe ich lieber nicht lang. Das macht Bumm. Stolperdrähte, meinst du? Hier ist Stolperdraht. Achtung! Die Brände lösen Sprengstofffallen auf dem ganzen Gelände aus. Ja, wie kann ich die denn... Natzen die Dinger? Ich glaube so. Spring da einfach knallhart rüber. Boom! Bitches! Von der Pumpe. Aber ich stehe nicht auf Pumpen, ich finde die ein bisschen lubig. Boom, in die Fresse, Bro. Was? Was ist passiert? Okay. Es ist stehen geblieben und Daten werden neu geladen. Naja, egal. Wissen wir, was zu tun ist. Wir rennen hier rein. Holen uns das. Zack, nehmen das. Ich weiß zwar nicht, was gerade passiert ist, aber das soll wohl so sein. Trink mal einen Schluck. Jetzt wissen wir wenigstens, was zu tun ist, nicht wahr? Hier unser iPhone. Wir gehen natürlich mit dem Trend der Zeit, auch als Antiterror-Einheit. Muss ja sein. Mein... Machen wir so, zack. Jetzt haben wir hier. Und... Jetzt rufen wir unsere Brüders. Bestätigt. Position der Geiseln geprüft. Jetzt kommt gleich ein Gegner. Und das da vorne aufgegangen ist. Der denkt, wir sind ein Cheater, weil wir sofort wissen, wo er ist. Kurz mal nachladen. Zack. So, und weiter geht's. Scheiße. Hier ist alles. Haltet eure Augen offen und nicht schießen, Alter. Bist du irre? Nicht da. Hier war doch eben ein Stolperdraht. Achtung! Die Brände lösen Sprengstoffe. Wahrscheinlich bin ich irgendwie... Der müsste jetzt dauernd sein, oder? Der da stand und der mich irgendwelche Magic Tricks genutzt hat. What the fuck, was ist hier passiert? Ach so, ein Stolperdraht war das. Ah, jetzt wissen wir, wieso ich gestorben bin. Ist ja voll lame. Geh mal hier lang. Hier ist noch ein Stolperdraht. Kann man natürlich nicht kaputt machen. Ruhig bleiben, Team. Mal schön nach unten gucken. Ich habe keinen Bock auf Stolpern. Oh, blind? Sorry. Und hier, meine wir Lieben, hier und beschützen die das deutsche Antiterror-Team. Jawohl. Ihr seid Helden mit der MP5. Bleiben. Großen Respekt an Leute, an alle Leute, die wirklich bei der GSG 9 arbeiten. Großen Respekt. Spielen nicht irgendwelche Spiele, so wie wir. Ich geb dir Deckung. Die zocken den Scheiß in Real Life. So. Weiter geht's. Wir sind ja hier in einem Game und nicht irgendwie bei Werbung. Und bitte respektiert unsere Einheiten. Oh, 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 oh. Er hält übertrieben viele Schüsse aus. Aber das kennen wir ja schon aus dem ersten Level. Da gehen wir lieber. Ich glaube, hier müssen wir hin. Zack. Boom, in die Fresse, Junge. In die Fresse. Ohne Rücksicht auf Verluste. Okay, er verschwindet. Ich dachte, er wollte nochmal meine Eier schmecken. Boah, was? Noobtuber. Typisches Ego-Shooter-Problem. Ich lade zu oft nach. Könnt ihr mir ruhig sagen. Jedes Mal, wenn ich einen Gegner oder zwei Gegner töte, ich lade sofort nach. Anfänger. Ah, die Gegner, die sind schon ein bisschen low. Alles sauber. Gesichert. Was beutelst du hier rum? Gesichert.
Alles sauber! Gesichert! Alles sauber! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Meine Lieben, das ist besser als Skillrex-Musik. Ich will nicht sterben! Ich muss kotzen! Bitte töten Sie mich nicht! Bitte töten Sie mich nicht! Was teufelst du? Naja, stoß mit den Spielereien. Wo müssen wir hier überhaupt hin? What the fuck? Also, hier, waren wir hier schon? Hier ist Blut. Hier waren wir bestimmt schon, wenn hier Blut ist. Ja, hier kommen wir her. Und hier waren wir eben so oben. Lassen wir mal hier durch. Boom in die Fresse, Junge. Laserpointer, der verrät dich. Genauso im Battlefield 3, Leute mit Taglight oder Laserpointer. Ihr habt keinen Vorteil, ihr habt nur einen Nachteil. Oh! So. Ein Schönheitswettbewerb wirst du nicht mehr gewinnen. Hier stinkt schon wieder irgendjemand. Wahrscheinlich irgendein Terrorist. What the fuck? Ich renne immer in diese Tretminen rein. Ich bin voll der Behinderte. Ich renne aber auch im Battlefield immer in Gamers rein. Das ist normal bei mir. Hier ist erstmal sauber. Kurz Nase kratzen. Müssen wir hier hoch. So. Ha! So wie eine richtige Antiterror-Einheit vorgeht. Was? Das gibt es doch nicht. Ich sollte, wenn das jetzt wieder von Anfang anfängt, dann könnte ich kotzen. Ah, geht doch. Wir bleiben hier und beschützen die Geiseln. Mach mal Game Safe. Wir gehen vor und bahnt uns einen Weg zu den Docks. Das ist eine ganz merkwürdige Mission. Passieren sehr merkwürdige Sachen. Was? Die RPG, Alter. Auf Zack bleiben, Team. Zack, zack. So. Bestätige. Was trödelst du hier rum? Schnell. Ich trödel nicht rum. Ich rüste mich aus, Junge. Ich will die Ding hier doch gewinnen. Was mit dir? Junge. Ich bin so ein Noob. Was mache ich denn hier? Und der ist noch noobiger. Hat eine Pumpe. Ich stehe vor ihm. Er trifft nicht. What the fuck? So. Jetzt haben wir aufgeräumt. Zack, 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 zack. Den hat zwar auch noch schnell. Wie sind wir hier raufgekommen? So sind wir hier raufgekommen. Das ist der Stolperdraht. Und vorne ist auch Draht. Jetzt sehe ich es mittlerweile, ja. Jetzt bin ich nicht mehr so ein Behinderter. Hui. Bam. Komm her, du Arschloch. Wer will doch T-Bag werden hier. Zack, zack, zack. Ich mag der Sound, der ist übertrieben unheimlich. Kennt ihr Ju-On, The Grudge? Hier ist irgendwo der Geist, Alter. Hier ist irgendwo der Geist. So, jetzt sind wir hier. In deren Schlafraum. Boah, willst du mich trollen? Er weiß sofort, wo ich bin, wie ein Cheater. Uiuiuiui. Schnitzel. So, meine Lieben. Das sind wahrscheinlich Gründe, warum das damals zu den gelöschten Szenen wurde. Wie man hier schön sieht, extrem leckerer Gulasch in den Menschen. Und hier genauso. Ich frage mich, was das ist. Das wird wahrscheinlich eine Augenbinde sein. Er wurde wahrscheinlich lebendig ausgeweidet, während er es nicht gesehen hat. Er hat es nur gefühlt. Guck mal, er hier. Er chillt übertrieben. Und auf einmal kommen wir. Hier hat jemand seine Rechnungen nicht bezahlt und ist geragequittet.
bin doch nicht scheiße. Zack. Daten werden geladen. Ich werde mal Game Save machen. Zack. Nicht, dass hier... What? Wieder irgendwelche paranormalen Sachen passieren und wir auf einmal tot sind. Ich schieße schon ganz Zeit auf ihn. Willst du mich trollen? Guck mal, da vorne ist wieder so ein lustiger Stolperdraht. Im Multiplayer spiele ich den Scheiß gar nicht. Hat auch so seinen Sinn. Oh, ich höre da eine AWP, ja, da. Na, geht doch. Wir können. Ja, sowas ist möglich. Hätte da nicht gedacht, war. Wir haben eine HE-Granate, super! Na komm, zieh rüber den Scheiß. Zack. Zack. Okay, die Energie lassen wir mal da, wir werden es aber merken. Für den Fall, ich wusste es irgendwie, ja. Haben wir noch die Energie, wenn wir mal schön alle Waffen nachladen. Also dabei haben Tilt, die ist alle, die Pumpe ist kacke. Dann werde ich natürlich mit der 5-7 rumlaufen. Erstmal den dunklen Weg zu. Also die Dschungel-Sounds, die sind wirklich cool gemacht, ja. Das Spiel selber für die damalige Zeit. Okay, Counter-Strike war halt ein Multiplayer-Shooter, das hat man sich nicht hier für so eine Kampagne geholt, das ist ganz klar, aber zum Großen und Ganzen. Tilt, ich bin so gut. Ist da noch was drin? Ja. So im Großen und Ganzen ist das doch ganz geil gemacht, ja. Ja, für die damalige Zeit, 2004. Mich treu, komm raus. Hey, der war gar nicht schlecht, der bewegt sich sogar. Haben wir eine Bombe dabei? Natürlich nicht. Müssen wir irgendwo finden. Schießt direkt in den Kopf, er kippt nicht um. Die Waffe ist nicht so das Wahre. Da wäre mir sogar die verhasste USP ein bisschen lieber. Aber viele Leute sind wirklich gut mit der USP, aber ich nicht. Der Recoil, der will irgendwie nicht so, wie ich will. Mit der Waffe. Boah, hier! Anti. So ein Dynamitmann. Steht voll drauf, sich selber zu natzen. Aber ich wusste, dass er irgendwo ein Sniper ist. Und noch so ein Noob. Jetzt können wir sie benutzen. Sehr schön. Unsere USP ist weg, wie ich sehe. Das ist nicht so schön. Aber auch kein Beinbruch, weil die Gegner sind jetzt nicht so krass. Oh, das Ding ist ja vollautomatisch. Voll auseinandergenommen, den Jungen, ja. Guck mal, hier waren wir eben. Da vorne ist noch Muni. Die nehmen wir natürlich auch mit.
können wir gar nicht genug von kriegen. So, jetzt ist die Frage. Wir haben das hier gesäubert. Ah! Ha, jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt wissen wir, wo wir die Bombe herkriegen, die wir noch brauchen. Ich hasse es, wenn Leute von hinten kommen. Weil ich bin eh doof. Patrick, ein ganzes Pumpenmagazin im Nahkampf, ja. Und ich glaube, dazu braucht man nichts mehr sagen. Guckt euch das bitte an. Das war dermaßen in die Fresse. Also, das geht ja gar nicht. Mal gucken, dass wir gleich Energie bekommen, weil wir haben keine Kevlar mehr. Ich spiele mit der 5-7, die ist mir lieber. Guck mal, da ist Muni. Und Energie. So. Way! Okay, ist mir ein bisschen lieber. Ah, geht doch. Die Pumpe klärt, die Pumpe klärt. Ah, hier waren wir schon mal. Ich muss schon Energie mitnehmen, weil, ist wichtig. So. Hier sollen wir, glaube ich, lang. Ja. Also den Sniper, den hat es auf jeden Fall erwischt. Ich darf mich doch nicht hier von so einer Falle wegholen. Boah, was? Flashbang? Sind wir im Rampenlicht. Also würde sagen, wir singen jetzt erstmal ein Lied von Madonna. Mein Scherz, ich werde auf keinen Fall singen. Ich bin miserabel im Singen. Kommen wir nicht durch. Was? Stopp doch mal jetzt. Hier muss man hoch, glaube ich. Auf jeden Fall muss man hier hoch. Das ist eine Leiter. Kletter doch mal. Und kurz alle Waffen überprüfen. Genau deshalb. Immer schön nachladen in einem Ego-Shooter. Bevor man irgendwo um die Kurve geht. Ist wichtig, dass die Waffen voll sind. Ja, mein Aiming kommt von einer Razer-Maus und mein stilsicheres Movement von einer Razer-Tastatur. Ich glaube irgendwie. So Headshots, die machen nicht wirklich viel Sinn bei den Bots hier. Also ihr könnt mich ja berichtigen, falls ihr was anderes denkt oder das mal gespielt habt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das macht keinen Sinn. Boah, was? Willst du mich verarschen mit der RPG? Naja, wenigstens spawnen wir hier. Also so leicht ist es doch nicht, wie zum Anfang gedacht. Wird doch schon ein bisschen knackiger. So, mal überprüfen und zack, zack. So, jetzt die Game safen. Schon überoft hier gestorben, ja. Also die Gegner, die sind zwar noobig, aber was hier teilweise passiert, das ist ja krass. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den Typ mit der RPG ja wegholen. Ist der. Was, du Arsch? Wo ist der Typ mit der RPG?
Ich habe Angst vor dem, der ist übertrieben. Da oben. Wow. Der ist down. Sehr schön. Das müssen wir gleich safen. Wie so eine Mini-Muschi. So können wir es nicht mitnehmen. So. Wahrscheinlich sind die gleich 3-4 Mann. Das ist bei älteren Ego-Shootern finde ich das voll bekloppt, diese Abgrenzung. Richtig direkt. Aber naja. Sollte hier. Das ist hier Wasser. Aber ganz schön dreckig auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch gar keine Luft, wa? Naja. Also ein Texture-Pack. Boah, was? Ich dachte, die wären alle tot. Irgendwo Muni? Nee. Muss gleich hier irgendwen anrufen. Hier, Woody, komm mal vorbei, hab Kuchen fertig. Na super, ich bin derjenige, der hier alleine sich durchkämpft durch die ganzen Gegnerhorden. Und unsere deutschen Kameraden, die kommen hier später nach und rennen, als hätten sie einen Stock im Arsch. Naja, wir haben es geschafft. Ein bisschen gelutscht. Versteckter Krieg, geheimer Krieg. Ich gehe davon aus, dass wir die Spesnas spielen. Die Spesnas. Achtung, alle Zuhörer. Also Genossen. Boah, der sieht cool aus. Es ist Zeit, das Standardverfahren noch einmal durchzugehen. Im Rahmen des russischen Atomwaffenabrüstungsvertrags sind wir damit beauftragt, den ehemaligen sowjetischen Nuklearraketensilo am Standort 6 des Regiments 42 zu entschärfen und zu demontieren. Im Inneren sollen wir die Interkontinentalrakete SS-18 finden und entschärfen und sie für die Stilllegung vorbereiten. Alle Abschussanlagen sollen zerstört werden. Jegliches Personal soll vom Gelände eskortiert werden. Dies müsste eine Routineaktion werden. Doch ich möchte, dass alle konzentriert zu Werke gehen. Es scheint, als ob seit fast 24 Stunden kein Kontakt... Der Typ ist ja Bestie. Oh, geil. Oh, meine Waffe. Am Kommunikationssystem. Psst, doch ich möchte nicht reden, Junge. Fehler begehen. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Du fühlst dich nie wohl, Razziaba. Wenn ich dann deiner Mutter schreibe, sehen wir ja, wer zuletzt lacht. Wir müssen in wenigen Minuten am Einsatzort ankommen. Der Typ sieht ganz schön ernst aus, ja? Aber Mutti-Witze, die kommen immer gut, vor allem bei den Russen. Aber wie es aussieht, werde ich jetzt gleich erstmal einen kurzen Break machen. Bis gleich.